Das Wort des Jahres 2013 ist also GroKo. Ein Kurzwort, eine interessante Bildung deswegen auch, mit meistens mit dem auffälligen großen K in der Mitte. Sie werden es aber auch ohne großes K, sondern mit kleinem K finden in den verschiedenen Medien. Es steht für die neue große Koalition und nicht für die alten. Also niemand wird, glaube ich, sagen, wir hatten damals zwischen Willy Brandt und Kiesinger die GroKo. GroKo, das ist kurz, das ist lustig, das ist griffig und pfiffig und die kreative Wortneuschöpfung wird wohl für immer mit dem Jahr 2013 in Verbindung gebracht werden. Für Armin Burkhardt, den Vorsitzenden der Gesellschaft für deutsche Sprache mit Sitz in Wiesbaden und seine Jurykollegen sind das gleich ganz viele Gründe gewesen, GroKo zum neuen Wort des Jahres zu küren. Es ist ein wichtiges Wort, das einen Großteil der Ereignisse dieses Jahres uns auch später wiedererkennen lassen wird. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden, es auf Platz 1 zu setzen. GroKo sei zudem eine interessante Wortbildung und zeige Sprachwitz und Kreativität, so Armin Burkhardt weiter. Und der Begriff lade geradezu zu weiteren Wortneuschöpfungen ein. Das Wort zeigt in seinem Anklang an GroKo und Krokodil eine halb spöttische Haltung, könnte man sagen, gegenüber dieser sehr wahrscheinlichen Koalition zwischen CDU, CSU und SPD auf Bundesebene und hat die Presse bereits zu neuen Bildungen wie GroKodil animiert. GroKodil, wobei man dazu sagen muss, dass Deal dann mit EA geschrieben wurde. Sie machen den GroKodil. Auf Platz 2 landete in diesem Jahr ein Begriff, den ebenfalls jeder kennt, aber wohl nicht jeder gerne hört. Vor allem der Vatikan dürfte damit so seine Probleme haben. Für sehr viele sprachliche Kreationen hat im Jahr 2013 auch die katholische Kirche gesorgt. Da hatten wir mehrere Kandidaten auf der Liste. Aber dasjenige, was, glaube ich, über die Grenzen des Bistums Limburg besonders bekannt geworden ist, ist das Wort Protzbischof für den Franz Peter Thebats van Elst, den Bischof von Limburg. Auf den weiteren Plätzen Armutseinwanderung, Zinsschmelze, Big Data oder auch eine weitere lustige Wortschöpfung auf Platz 6, die berühmt-berüchtigte Ausschließeritis. Ein Wort, das vor allem im hessischen Wahlkampf 2013 eine wesentliche Rolle spielte.